getroffen. Dann habe ich aber safe getroffen. Der hat nämlich Blut gespritzt. Wie viele Speere braucht der denn? Ich flipp gleich aus. Guck, wie viele Speere der im Hintern hat, ne? Jetzt mal ohne Witz. Also Hirsche jagen, glaube ich, ist mit Speer, mit Bogen am besten. Arschtreffer sind fast wie Streicher in dem Game. Ihr Kopf ist halt richtig gut, ne? Aber das steht ja immer so scheiße von mir. Der Spasti. Hast du das gesehen? Und jetzt kann man einmal sagen, ich habe kein Aim, ey. Das war doch gut. Aber richtig schön getroffen. Halt, der Öl steht weit am Arsch. Yikes. So, wir haben wieder Speere. 20 Speere auf dem Feld. Oh ja, stimmt. Gut, dass du das sagst. Aber so viele sind das gar nicht. Oder hinten liegen noch zwei? Zum Glück ist bei dem Feld schön viel freie Fläche. Das ist angenehm. So, hier ist einer. Und hier ist noch einer. So. Ich kann auch nach hinten schauen. Hier ist nirgendwo mehr. Siehst du? Ich habe das gar nicht so scheiße gemacht. Der hat das schon viele in seinem Hintern stecken. So. Oh, das arme Ding. Ah, schade. Oh, halt, war ein Stein. Ach, hier. Da liegt der andere. Da. So, da ist mein... Oh, treffe ich den Kopf? Close. Scheiße. Kannst nicht gescheit aimen. Ach, geht, mit den Sperren kann ich das eigentlich ganz gut, ja. Ich finde, die liegen ganz gut in der Hand. So, warte mal, hier liegt noch einer. Schön die ganzen Speere mitnehmen. Ich wollte eigentlich den Kopf haben. Okay. Wo ist er? Da hinten rein, da. Dass das von einer Frau kommt. Was denn? Dass der Speer gut in der Hand liegt? Oder was meinst du jetzt? Oh, fuck. Schade. Down. Weil ich den voll besser mit dem Bogenkopf treffe an großer Entfernung. Bin zu alt für den Blödsinn. Ich warte, bis die Viecher ein Alter schwer. Yikes. So, laut Quest. Warte mal kurz. Brauchen immer noch zwei Wölfe, by the way. Okay, eigentlich haben wir es jetzt geschafft. Wir müssen jetzt mit Malvina reden. Ich weiß noch nicht mehr, wo die war. Kann ich mir die markieren?
Hier, das ist so bei mir. Da weiß ich, wo wir hin müssen. Aber hier müsste ich... Warte mal, Quest verfolgen. Oha, wie weit der Weg bitte ist. Quest verfolgen. Also das heißt, das, was ich jetzt oben sehe, ist doch wirklich die Quest davon, ja. Wo sind wir denn? Ich sehe uns gar nicht auf der Karte. Wo sind wir denn auf der Karte? Das, ach, da oben sind wir. Okay. Gut, rein theoretisch müssen wir noch da. Ich kann die Strecke abkürzen. Könnte ich? Ja, einfach hier rüber, oder? Die Frage ist, kann ich einfach so durchs Wasser gehen? Blockade lösen? Was für eine Blockade? Oh, Entschuldigung, musste niesen. Okay. Aber... Ach hier. Uah. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach da! Ach, sehr cool. Ich habe unseren Pfeil gar nicht gesehen. Also rein theoretisch müssen wir jetzt da lang. Ach so, ja, wie cool. Ich kann nicht rennen, das ist gar nicht so cool, by the way, gerade. Ich muss sowieso mal was essen. Hast du Flug mal hingespart? Ja, das ist ja cool. Ach, jetzt komme ich hier oben raus. Ja, cool. Gut, gut. Gut, gut. Das ist immer dann, wenn ich auf Quest verfolgen gehe, oder was? Oh, Malvina. Allgemein immer. Ach so. Warte mal, hier ist aber so bei mir. Zu dem müssen wir auch. Aber jetzt bin ich bei so bei mir rausgekommen. Da wollte ich gar nicht hin. Ich bin die Tiere losgeworden. Fleisch mit Soße, Steinfeiler. Alter, diese Kühe. So, das ist aber noch nicht da, wo wir eigentlich hin müssen. Wir müssen... Ah, wir müssen rüber auf die andere Seite. Glaube ich. Das war doch da hinten, oder? Glaube, ja. Haben wir das hier angenommen? Ja, dort gerade ist das da drüben. Okay, warte mal. Der kürzere Weg wäre, wenn wir hier lang gehen. Das stimmt wohl, ja. Stimmt, wir haben ja bei Malvina das drüben angegeben. Oh, warum bin ich denn so die Steinpfeile, ne? Ich überlege gerade, ob ich die Steinpfeile verkaufen soll, ehrlich gesagt. Ich renne aber auch mit vielen Shit hier rum, oder? Ja, das war halt so eine 5-Stunden-Quest, die ich hier angenommen habe. Das heißt, ich musste das innerhalb von 5 Stunden erledigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann trotzdem jetzt zählt.
Gucken wir, ob wir dich schon ansprechen können. Ich brauche mein Speer weg. Ja, zumindest haben wir jetzt wieder einen Jäger. Das ist ja schon mal was. Zeig dir 14 nochmal, solange es in der Season ist, klappt die immer. Achso, ich habe mir schon fast gedacht, dass das dann einfach innerhalb der gleichen Jahreszeit sein muss. Ich guck mal trotzdem, ob ich die jetzt abgeben kann, weil das ist eigentlich das Dorf, was über unserem Dorf liegt. Essen habe ich schon ins Dingslager gepackt, also in das Haus von dem. Das habe ich vorhin schon gemacht. Das hier Fleisch mit Soße und so. So, wo haben wir die denn angenommen? Da hinten. Oh, scheiße, ich glaube, die schläft schon. Ach ja, die schläft schon. Ah, nee, noch nicht. Ja, ich hab's gemacht. Vielleicht eine Belohnung für einen Champion? Münzen! Das gab Münzen. Perfekto! Ah, wir müssen Füchse jagen, sehe ich gerade. Oh, dabei war ich gerade an einem Punkt, wo voll viele Füchse waren, ne? Ja, habe ich gemerkt, dass Quest abgeben jetzt immer geht. Voll gut. So, dann laufen wir mal zurück. Ich gucke aber auch nochmal schnell bei dem Boy, aber ich habe es eigentlich in sein Haus gelegt. Und da muss ich mal schauen, dass wir ein Nahrungslager bauen. Ein Nahrungslager. Ja, ich setze mich auch gerade hin. Mache ich. Warum wir ihn einfach auf den Schleif stellen? Was ist los? Hier, ich habe es diesmal direkt ins Haus gelegt. By the way. So, ich nehme noch ein paar Zwiebeln mit, glaube ich. Ich hatte das halt alles hier reingestopft, ne? Ich dachte, das würde reichen. Achso, warte mal. Ich glaube, ich packe die mal hier hoch. Packen die mal weg. Das auch. So ein bisschen. Zack. Entzünde ein Feuer. Ah, jetzt haben wir das auch. So. Achso, halt, mir fehlt das gebratene Fleisch. Entschuldigung. So, let's go. was hat der Typ gerade gemacht? Oh, okay. Hallo? Wer ist das denn? Tauchen auf einmal Menschen auf in meinem Dorf. Ja, wie soll ich denn sonst Fleisch braten?
Aber ich mag's hier draußen. Vielleicht finde ich es hier draußen hübsch. Unter freiem Sternenhimmel. Aber was ist das für eine Frau? Und wieso ist der jetzt wieder da? Das ist der Koromann, der vorhin gegangen ist. Genau wie die Frau, die ist auch vorhin gegangen. Warum sind die jetzt hier? Was tun die hier? Omega-Yikes. Ja, ich muss warten, bis ich fertig gekocht habe. Dann kann ich gleich mal reinschauen. Aber wenn die jetzt wieder aufgetaucht wären, dann müsste ich ganz schnell ein Haus bauen für den dritten, den ich jetzt habe. Aber die kommen noch nicht wieder, wenn da einmal steht, dass sie das Dorf verlassen haben, oder? Richtiger Koch hier, ey. Das ist noch nicht vielen passiert. Was willst du damit sagen? Ich hab's halt ins falsche Lager getan. Das kann halt auch mal passieren. So, ich schaue aber gerne mal im Manager. Nee, ich habe nur den Odon. Mal gucken, vielleicht kann ich dir wirklich wieder gewinnen. Ich habe ein Kind aus dem Dorf geworfen. Ganze Farm weg. Hi, ich habe Arbeit für dich. Hä? Kann ich den jetzt doch wieder einstellen? Yikes. Weil hier ich. Also ich meine, selbst wenn ich das hier auswähle, ne? Hallo, Asturias. Also einmal speichern. Quick Save. Okay, dann starten wir einmal neu.